So, neue Folge Anno. Nachdem geklärt wurde, was zwischen den Folgen passiert ist, würde ich heute in Embesa gerne weitermachen. Nochmal hier nochmal Technik. So, auf jetzt passt alles. Jo, scheint zu laufen. Also, ich hatte ja relativ lange in der letzten Folge überlegt mit den Leinenwebereien und dann ist mir eingefallen, wir brauchen ja mehr. Wir brauchen die ja zum einen für die Gewänder und zum anderen auch für die Wandteppiche. Oder für die Teppichknüpferei, damit es Wandteppiche gibt, so rum. Also noch Wandteppiche, oder? Achso, die Items sind auch hier mittlerweile. Die Industriekapitäne Band 31, das habe ich fertig gemacht und rübergekarrt. Die Schiffe sind jetzt hier geparkt. Wenn wir welche brauchen, sind sie da. Zwei, drei stehen, glaube ich, noch in New York drüben. Sollte mal Items hier rüberkarren müssen. Genau, wir brauchen mehr Leinenwebereien, denn wir brauchen mehr. Oder wir brauchen Teppichknüpfereien. Und Teppichknüpfer oder Wandteppiche brauchen wiederum die Investoren hier. Wandteppiche, genau heißt. Als Luxusbedürfnis. Für die Lebensqualität. Das heißt im Umkehrschluss, wir sollten, glaube ich, zuerst Wandteppiche so setzen, dass wir Puffer haben und dann alles, was unten dran kommt, bauen. Das würde ich nämlich machen. Heißt, der komplette Block hier kommt wieder mal weg. Dann schaue ich rein, was bei der Teppichknüpferei sinnvoll wäre. Gehen wir mal ein hier oben Teppich. Und das sieht mir auch fast danach aus, nach einmal. Oh, wer ist das? Was kannst du? Okay, statt Ältester werden Hirten benutzt. 40%. Nee. Dann nehmen wir lieber die 50 vom Ferras. Die 40 von der Hoppetal, minus 25 Arbeitskräfte und die 50 von dem Webstuhl. Das müsste auch hier drin sein. Genau. Dann setzen wir hier einfach die Wandteppichknüpfer rein. Der Kaiser hat ihn für seine Dienste zu. Da können wir uns, glaube ich, austoben. Okay, hier werf ein Feld frei, das ist aber nicht schlimm. Okay, der Weg müsste weg. Kriegen wir da wohl noch eine Reihe rein. Jo, dann wäre auch bündig unten mit der Stadt. Und hier hinten fehlt jetzt halt noch ein Weg. Ist irgendwie dann bündig mit der drüben, okay. Kriegen wir vielleicht noch irgendwie kaschiert. Wie viele Wandteppiche würden wir jetzt hier produzieren? Geht ihr auch alle noch eins rüber? Beziehungsweise sind die ja noch mit drin? Nein, sind sie nicht. Thank you.
mach hier mal die Straße weg. So werden alle drin. So werden alle drin. Das Gebäude säße wohl mittig. Wir kommen auf 106 und brauchen jetzt schon 46. Uff. Gut, Gegenfrage, was braucht New York? Brauchen die Gelehrten die nicht auch? Jo, die brauchen sie auch. Ich würde sagen, wir lassen es so mal stehen. Also von der Produktionsmenge. Klar gehört noch das ein oder andere Lagerhaus gesetzt. Den Weg mal weg. Kriegen wir irgendwie noch hin, dass es passt. Okay, da haben wir jetzt ein Problem. Weiter, wieso würde man da drüber kommen? Weil du im Weg bist. Aber das haben wir, glaube ich, schon in den letzten Folgen probiert, nicht groß umsetzen. Auch wir könnten dich doch übersetzen. Würde gehen. Und dann haben wir hier auch mehr Platz. Oder ist irgendwo noch ein Bäumchen? Dass wir hier ein Lagerhaus reinkriegen. Lagerhaus. Eins Fassad. Ja, passt. Nur die Frage, ob drei Lagerhäuser bzw. sechs dann in Summe ausreichend sind. Zweifel gehen doch da hinten auch nochmal eine Reihe rein. Moment, wir drehen die jetzt erstmal. Stehenden, wobei ihr bleibt nach unten gedreht, ihr nach oben, unten. Euch muss man noch drehen Richtung Stadt. Ja, und euch lassen wir auch oben der Optik wegen. Ob da nicht noch vier reinpassen. Ja, sehr gut passen die da. Und im Umkehrschluss. Genau, hier nochmal zwei Lagerhäuser. Dann hätte man auch endlich das Loch hier zugemacht. Beziehungsweise kleiner gemacht. Heißt im Umkehrschluss, wir könnten es eigentlich noch höher ziehen und da unten auch nochmal drei reinsetzen. Jo. Mehr Wandteppiche sind mehr Wandteppiche. Eins höher noch. Korrekt. Jo. Nee. Noch eins höher.
Hier wird er dann gedreht Richtung da rein. Warum seid ihr jetzt nicht mit drin? Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist nicht schlimm. Dann gibt es hier einfach nochmal zwei Lagerhäuser links und rechts. Aber nicht in Blaupause, bitte. Ach so, jo, weil das hier eine Doppelreihe ist, klar. Das ist ja eine Doppelreihe und hier oben, ja, passt. Auf wie viele Wandteppiche kommen wir jetzt? 134 und das sollte, glaube ich, reichen fürs Erste. Selbst wenn wir jetzt dann noch Investoren bauen, dass es nur so kracht. Das dürfte reichen. Telefone machen wir zu viel, merke ich gerade. Muss man mal reduzieren, dann haben wir auch mehr Glühfäden über. Und mehr Holz von hier. Ich glaube, so lassen wir das. Hier würde ich es wieder sporadisch gehalten mit den Büschen. Und da gab es doch die... Entdeckung. Irgendwo waren doch Fässer, Lagerfeuer. Na, Fässer passen da auch nicht wirklich rein. Unterschlupf könnte man hier aber bauen. Links wie rechts. Ah, und hinten dran bauen wir... Moment. Wie ist denn gesetzt? Die Kombi hier. Die da. So. Und dann drehen wir das Ganze dahin, wo der Eingang steht. Oh, ich könnte mal weglassen. Machen wir aber nicht. Wir lassen es so. Genau. Dann wollte ich eine Insel noch besiedeln. Weil der Holzkreis kommt da weg. Der kommt da weg. Der kommt auf die längliche Insel hier drüben. Den nehmen wir mit. Baumaterial. Würde ich da oben irgendwo hinsetzen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie die Insel hieß. Vielleicht haben wir sie schon besiedelt, aber mir sieht es nicht danach aus. Ich schaue mal schnell im Discord, weil ich hatte eine Liste mal irgendwann, das war noch bevor Land der Löwen rauskam, habe ich mir Gedanken gemacht, wie die Städte heißen. Muss nur suchen und finden. So, das ist alles aktuell. Müssen eh aufs Bötchen warten. Ah, da kommt's ja schon, das Boot. Genau, da hatte ich Embesa vereint. Dann kann es nicht so lange her sein. Hier habe ich es. Hier haben wir es doch. Beziehungsweise es bietet an. Zulaco. Okapi. Alles klar. Nee. Das wird Mwanda. Kongo. So, du lädst mal aus. Und dann wirst du Mwanda Mats. Da richte man eine Route ein. Und da nach da. Und nennen die Mwanda Mats. Jetzt muss ich schnell hier spicken. Panzerziegel, eigentlich Stahlbeton Standard.
Bis auf die Ziegel und das Holz oder die Bretter, die ausgetauscht werden und Dampf. Okay. Dann gehen wir rein. Panzerholz, Lehmziegel. Stahlfenster. Stahlbeton. Dampfmaschinen. Korrekt. Ja, sieht stimmig aus. Dann könnte man noch. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass eine Route auch noch nicht belegt ist. Tunis Mats. Da war wohl ein extravaganter Dampfer noch unterwegs und den haben wir einfach gelöscht und haben nie eine Great Eastern draufgesetzt. So, die Route läuft auch. Und Alchiamats haben wir. Da läuft eine Great Eastern. Passt also. So, jetzt nehmen wir. Sie haben an Einfluss gewonnen. Den Stempel setzen. Und dann werden wir hier noch zwei, dreimal verschieben müssen. Gehe ich fest von aus. Gehen wir das Gebüsch da weg haben. Dann brauchen wir auch logischerweise die. Was war das denn gerade? Die Items von da hinten. Komm schon mal weg. So. Moander. Panzer. So, nimmst du mit die Ursula, die Teutonische und die Druidensichel. Das sehe ich gerade, die sind ja kreuz und quer gebaut. Das geht ja nicht. So, sieht's doch besser aus. Bauen wir es aus. Gut, die haben jetzt keinen Straßenanschluss zum Hafen noch runter. Kommen sie aber. Und zwar. Hier können wir wohl raus, oder? Jo. So. Dann richten wir uns das da oben mal noch ein. Mehr Druck im Kessel. Warten kurz aufs Materialschiffchen. So, ausgeladen ist. Dann gehst du auf die Route. Moander Wanza. Ja, passt. Und schon haben wir das Holz ausgelagert. Klar, hier fehlen jetzt Einwohner und alles. Kommt. Das kommt. Nur die Frage, wo wir da die Wege ziehen. Ich sehe gerade, uns fehlt Baumaterial. Bauen wir es mal mit dem Trampelpfad. Wie heißt der offiziell? Wüstenweg. Wüstenweg. So, jetzt hätten sie einen Hafenanschluss. Vielleicht sind da oben eingestellt. Jo, Standard bis Stahlbeton. Das heißt, hier kommen rein Fenster und Stahlbeton. So. Dann bräuchten wir zwei Rathausbücher-Sets.
du wirst zu Muanda Lehm. Weil wir hier dauerhaft auch die Lehmziegel werden einrichten. Muanda Lehm. Dann sind wir nämlich baumaterialtechnisch schon mal durch. Dann würde man das auch abkaspern. Die Lehmziegelei brauchte aber Teff. Gut, wir brauchen eh eine zweite Route. Wir müssen nämlich auch die Lehmziegel wieder wegkachen. Wander Ziegel. Oh, ein L reicht. Können wir schon mal ein Schiffchen opfern. Kiste unter Deck. Wander Ziegel. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Dich ausklatten haben, gehst du auf die Lehmroute. So. Dann brauchen wir natürlicherweise eine Versorgungsroute. Muanda V1. Haben wir das schon mal irgendwo exemplarisch durchgemacht? Ne, da haben wir aufgehört bei 4. Tunis auch. Da müssen wir uns einmalig das anschauen. Es mangelt an Arbeitskraft. Wir schalten den Kreis mal ab. Wir schalten den mal ab. Ah ne, geht gar nicht. Die sind noch am Aufforschen. Dann schmeißen wir mal die Items rein. Vielleicht hilft's. Ja klar, die forschen nicht auf. Hier wohnt ja keiner. So, dann schauen wir uns die Hirten an. Was braucht ihr? Milch, Gewänder, Trockenfleisch. Braucht Milch, Gewänder, Trockenfleisch. Sind die Bedürfnisse durch? Zufriedenheit. Hibiskus-Tee wollt ihr haben? Habt ihr? Lebensqualität, Konservenchili, Konfitüre. Konserven, Chili, Konfitüre. Dann wollte er Wanzerbretter haben, Getreide und Ponchos. Panzerbretter. Wobei, die könnte man sich sparen. Man hat ja die Materialroute. Wir machen es aber mal rein. So, dann brauchen wir Muanda 2 wohl, so wie es aussieht. Muanda V2. Was war es jetzt? Getreide und Ponchos. Die Menschen lassen sie hochleben. Getreide und Konsumgut, neue Weltponchos. So, dann werdet ihr durch. Dann kommt hinzu Keramik, Meeresfrüchte, Chroniken. Keramik. Meeresfrüchte. Chronikenlampen. Chroniken bzw. Laternen sind es. So.
Ist das aufregend? Dann geht's an die Zufriedenheit. Wandteppich, Tonpfeife. Wandteppich, Tonpfeife. Braucht man eine V3 sogar. Uff. Wanda V3. Haben wir jetzt aufgehört bei den Tonpfeifen? Brillen. Die kommen aus der alten Welt. So, dann werdet ihr jetzt durch. Plus Lebensqualität müssen wir noch beachten. Seife, Kräuter, Orchideen. Seife. Kräuter, Orchideen. Baumwollstoff, Nähmaschinen, Gänsefedern. Baumwollstoff, Nähmaschinen und Gänsefedern. Da brauchen wir drei Versorgungsrouten und die sind ein Slot wäre noch frei. Das für zwei Bevölkerungsgruppen nur. Na gut. Aber wir haben es jetzt einmalig eingestellt und da können wir dann uns von Wanda das immer abschauen. Das heißt, wir brauchen Wanda. Wanda V1. Nehmen wir mal so. V1. Mehr Druck im Kessel. Wanda V2. Und Wanda V3. Die sind jetzt logischerweise noch nicht komplett voll. Weil ja die Sachen. Naja, die Springmaus will ich nicht. Weil die Sachen noch gar nicht so hergestellt werden, dass sie hier ankommen. Und Wanda V3. So. Jetzt sind sie versorgt mit allem. Und wir können uns an den Hafen machen. Alter, echt 300 Hirten, der Wahnsinn. Ja, 20 haben wir, 15 pro Holzfäller. Macht klar 300. Und ich würde das Dorf irgendwo da so klein hinsetzen wie möglich. Wie ist denn das, wenn wir uns kopieren? Den Bereich. Den vielleicht. Schauen, dass wir das hier unterkriegen irgendwo. Es mangelt an Arbeitskraft. So sieht's doch gut aus. Wir sollten nur schleunig Straßen bauen. Sonst randalieren sie womöglich. Ihr habt alles, euer Podium fehlt euch noch. Schauen wir mal kurz hier rein. Jo, das kommt ja hier alles an. Groß ist denn das Lager hier? 250. Ich würde es auf 500 drücken.
und noch die eine oder andere Anlegestelle setzen. Da wird es wohl passen. Vielleicht sogar war es mit dem Lager eng hinten. Ne, G04 hinreicht aber auch, glaube ich. Das dürfte reichen. Jetzt mach's doch so. Und hinten dran Depots. 300, 350, 400, 450, 500. Kommst du sogar weg? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ah, wärst du noch hübsch gemacht? Dann bauen wir schon mal einen Stopp ein von 100 Wanzer und von 100 Ziegeln. Also die sind ja schon unterwegs hier. Der hat ja schon hier einkassiert. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Und wird es nämlich nie was. Dann liefert nämlich das Materialschiff hin und die anderen zwei holen es ab. Weil die Produktionen stehen ja hinten und hat. Beziehungsweise sind noch am Aufforsten. Mehr Druck im Kessel. Ich glaube, das reicht so vom Hafen. Gut, über den Weg könnte man sich noch Gedanken machen. Ob der nicht so sinnvoller wäre. Dann bräuchte man ganz klar eine Feuerwehr. Und wie es aussieht, brauchen wir sogar. Warum ist denn die Reichweite da nicht gegeben? Wir haben doch diesen Buff. Ah ja, fast so schlimm wie in der Arktis, die Geschichte. Eine Feuerwehr da stehen soll. Dann braucht's eine definitiv wenn das alles Wasserpumpen hier. Gut, sind ja auch nur zwei. Und dann ziehen wir einen Kanal. Direkt neben der Straße. So. Geht da noch ein Weg rüber? Kann man die so einkästeln? Jo. Können wir. Also Feuerwehr wäre da. Da unten geht auch noch ein Stück Straße. Bleibt mal auch das Dorf komplett kleiner. Alles Kloster würde ich bauen. Abgesehen, ob wir Älteste brauchen oder nicht. Da wäre ich schmerzbefreit. Bauen wir erstmal das Rathaus, dann sehen wir ja, wo wir rauskommen. Mit Meiching, Sophie und dem Industriekapitän. Es mangelt an Arbeitskraft. Okay. Viel zu viele jetzt schon. Vielleicht machen wir das Dorf kleiner. Dass wir uns nur den inneren Block hier beibehalten. Und das, ja, dann sind die Rathäuser aber nicht da. Was habt ihr denn für einen Verbrauch? Das ist das Wichtigste.
Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ihr braucht eine Ziegenmilch und sonst nichts. Gut, können wir so stehen lassen. Das können wir so lassen. Die Lebensqualität schalten wir euch mal noch frei. Noch eine Polizei links und rechts. Und ein Krankenhaus dazu. Dann bauen wir hier mittig. Und der Kanal weg. Grüß dich, Sora. Hello, darkness, my old friend. Grüße dich. Wir sind im Wanda unterwegs. Ich hab Holz gebaut. Und hab's in Kapstadt abgerissen da hinten. Weil wir ja doch ein bisschen mehr Leinen brauchen. Mir ist schon hier eingefallen zwischen den Folgen. Leinen werden ja auch gebraucht für Wandteppiche. Und Wandteppiche brauchen die Investoren. So, dann wären wir doch hier durch mit der Geschichte. Einwohner haben wir mehr als genügend. Euer Verbrauch ist... Dort ein Poncho, eine Ziegenmilch. Kommt da noch was drauf? Euch fehlt das Podium, weil er, jo, weil wir den Weg. Wir hatten ja vorhin keine Lehmziegel hier. Deswegen fehlt euch das Podium. Also im Podium fehlt der Straßenanschluss. Hibiskus-Tee bekommt ihr noch. Das ändert aber nur die Zufriedenheit. Luxusbedürfnisse habt ihr alle. Was machen wir jetzt mit so vielen Arbeitskräften hier? Ich glaube, wir machen das Dorf kleiner, aber ich. Statt des Klosters ein Rathaus setzen. Dann besteht das Dorf nur aus dem Bereich hier. Also links und rechts kann weg. Das Kloster kann auch weg. Und dafür gibt es ein Rathaus in der Mitte. Das wäre noch eine Option. Ich glaube nicht, dass wir so viel hier benötigen. 1440. Also 300 gehen drauf fürs Wanserholz und dann, genau, Landwirtschaft. Also hier wird's, hier wird's kein Indigo geben, auch kein Gewürz und keine Bienen. Ich denke mal, hier bauen wir Leinen an. Leinensamen, damit es Leinen gibt. Dann würden nämlich die Wandteppiche drüben mal laufen. In Kapstadt. Und das wird dann verteilt nach London und New York und weiter verschifft. Und dann haben wir vielleicht bilanziell endlich mal das rote Ding da oben weg. Nämlich stürzt nicht, aber es wäre halt weg. Was kriegen wir denn bei Leinen? Also Wandteppiche. 19 Investoren und 63 Münzen. Ja, das könnte. Das könnte aufgehen. Wir bauen hier Leinen an. Beziehungsweise wir brauchen Leinen und. Doch Indigo. Machen wir hier mal.
Ach, Flachs ist genau, aus Flachs wird Leinen. Dann gibt es ja Flachs und Indigo. Die Fruchtbarkeit ist sogar gegeben, Wahnsinn. Und meinetwegen hier hinten noch ein bisschen Hummer. Ja. Ich bin gerade so grob am analysieren, wo, was, wie. Die Einwohner kommen weg. Ölhafen setzen und los geht's, ja. Der Ölhafen muss noch rein, aber den bauen wir logischerweise nicht hier vorne, sondern da hinten. Den hätte ich irgendwo da gesetzt. Schön im Ölhafen dann die Hummer hin. Ölhafen. Bauen wir erstmal einen kleinen Ölhafen. Dann brauchen wir ja noch den hier und den hier. Da sollte man jetzt gucken, dass wir pumpentechnisch gut aufgestellt sind. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Das heißt, wir bräuchten wieder zwei Schiffchen. Ja, das war's dann auch schon mit Schiffen. Moanda Flachs. Und Moanda Indigo. Moanda Indigo. So, du nimmst mal ein paar Pumpen mit. Zwei Sets, um genau zu sein. Ah, mal gerade noch auf Lager. Und den Hummer für den Eintopf, stimmt. Den Hummer brauchen wir ja auch noch. Ich glaube, wir machen hier kein Indigo, wir machen hier noch Flachs. Und ein Tanker. Und ein Tanker. Ach Gott, was wir alles brauchen hier. Verrückt. Tanker können wir aber schon mal rauslassen. Aber lassen wir. Wie viele Inseln waren es? 32? Ne, 32 Items haben wir gebraucht. Durch 2 sind 16. Wir brauchen 15 Tanker. Was klicke ich denn da wild umher? Das halb-halb aufteilen. 14 sind 7. Das heißt, du machst 8. Du da hinten machst 7. Es ist Absicht, ganz ehrlich, es ist Absicht mit dem Strom da hinten mittlerweile. Ich glaube, das ist ein Feature. Wenn wir jetzt wieder gucken, wo die Züge sind, die werden alle hier unten am Ölhafen rumlungern. Da wird keins irgendwo unterwegs sein. Jo, eins ist da unten. Ah doch. Ich könnte es verstehen, wenn das da hinten nicht versorgt wird, aber doch das nicht da vorne. Die Items müssen wir ja auch noch nehmen, ach Gott. Wir sind ja völlig, also da kommt ja einiges jetzt auf uns zu. Uff. Wir fangen mal entspannt an. Kisten unter Deck. Die Menschen lassen sie hochleben. Wir machen hier nur Flachs, haben wir gesagt. Richtig? Ja. Aus Gründen. Gibt's dann da Flachs. Und in dem Bereich nochmal Flachs. Pumpen verbinden wir irgendwie. Gaskraftwerk, da bin ich echt am überlegen gerade, ob wir da nicht ein Gaskraftwerk hinstellen. Weil das ist jetzt schon öfters passiert, dass hier hinten ein Lager ist natürlich da. Hier das Kontor. Das setzen wir auch, dann haben wir Ruhe. Und wir verbrauchen endlich mal Gas.
Investoren. Gaskraftwerk. Och nö, das ist größer. Ernsthaft? Ist das echt größer? Kann man nicht vorstellen. Och nö. Aber wieso? Aber wieso? Gar nichts gemacht, will hier nur ein Kraftwerk bauen. Warum muss es größer sein? Wenn wir den hier abschneiden. Weiß ich nicht, hat das ähnliche Auswirkungen auf. Irgendwas. Jo, auf die Mine jetzt Auswirkungen. Auf die Mine hier. Die hat keinen Anschluss mehr an irgendwas. Ja, 6x5, habe ich gemerkt. Doof. Das war so nicht geplant. Dann bleibt es ein normales Kraftwerk. Kann es leider nicht ändern. Wir brauchen den Weg hier, damit die Mine funktioniert. Gut, man könnte hier ein Lagerhaus setzen, klar. Ginge halt doch, wenn wir hier den Dreck wegmachen. Doch, geht doch. Geht. So ein bisschen hier, Lager rein. Geht. Die Mina da hinten, ihr Lagerhaus, das passt. Du hast jetzt dein persönliches direkt nebendran stehen. Gut, ihr kommt irgendwie auch irgendwo hin. Dann geht's doch. Gaskraftwerk. Jetzt kriege ich mal keinen Zaun mehr hin. Nee. Nein. Ich will hier einen Zaun haben. Dann laufen lieber mal die Schiffe nicht ganz rund. Den Zack, Industrie hier. Bleibt alles wie gehabt. Und dann kommst du auch gut wieder weg. Weil jetzt kommst du nämlich da durch an den Kontor. Das war ein etwas längerer Weg. Also ist halt. Da hat er schon wieder diese hässliche Gesetz mit dem Riss und die mit dem Gullideckel. Haben wir hier nochmal eine Bushaltestelle gebaut. Sie wirkt mir irgendwie gerade etwas witzlos. So. Wenn wir eh schon mal gerade hier in der Gegend sind.
können wir auch die Weltausstellung kurz mitnehmen. Unter der Architektur prächtig. Dann gehen wir nach London rüber.